Bei Urlaubsreisen fährt man häufiger durch Tunnels. Ja, und ich als Kind habe das immer versucht, dann aufzuaddieren. Wie viele Kilometer sind wir eigentlich insgesamt durch einen Tunnel gefahren? Einmal habe ich es mit dem Taschenrechner versucht und das andere Mal habe ich es schriftlich versucht. Da hat sich aber ein Fehler eingeschlichen. Ein Fehler, der typischerweise passiert. Und daran werde ich euch jetzt erklären, wie man Kommazahlen richtig zusammenzählt. Also, der Fehler ist hier passiert, bei dieser zweiten Zahl, 2,115. Man geht ja normalerweise davon aus, dass man immer alle Zahlen so hinschreibt, dass die letzte Zahl hinten steht. Das gilt aber nicht bei Kommazahlen. Denn wenn man sich jetzt das nach der Stellenwerttafel anschaut, steht hier ein Einer und hier ein Zehntel. Könnt ihr euch erinnern, Stellenwerttafel. Ja, das heißt, diese Stellen passen gar nicht zueinander. Ein Einer müsste doch zusammengezählt werden mit einem Einer, also müsste der Zweier und der Einser untereinander stehen. Genauso müsste der Einer, also das, wo das Zehntel hier steht, unter diesem Einer stehen, damit die Zehntel untereinander stehen. Bei den drei Zahlen, da hat es dann wieder gepasst, aber insgesamt ist diese Aufgabe falsch. Wie geht's richtig? Ja, wir müssen alle Zahlen so stellen, dass die Einer untereinander stehen, die Zehntel untereinander stehen, die Hundertstel untereinander stehen und die Tausendstel untereinander stehen. Das ist jetzt ein bisschen irreführend, weil tatsächlich jetzt die 5 hier ein bisschen lose ist. Aber das ist das Einzige, wie es richtig ist. Man könnte sich auch merken, deswegen habe ich es blau markiert, dass die Kommas untereinander stehen müssen. Das ist so die Hilfslinie. Ja, Kommas, wenn untereinander stehen, dann haben wir alles richtig gemacht. So, und jetzt fehlt noch eins. Was machen wir denn da hinten? Wir kennen das eigentlich schon vom schriftlichen Addieren oder vom schriftlichen Multiplizieren. Wenn da etwas fehlt zum beim Zusammenzählen, dann dürfen wir es durch eine Null ergänzen. Ist in dem Fall auch richtig. Ja, also wenn Kommazahlen dran stehen, dürfen wir hinten fehlende Stellen durch eine Null ergänzen. In der ersten Stelle oder bei den Hundertstel, bei den Tausendstel, da gibt es jetzt eine 5. Das ist nicht weiter schwer. Hier zählen wir zusammen, gibt es eine 9, nämlich 15, 16, 19. Eins gemerkt, 6, 14, 15, 16, 6 an, 1 gemerkt. Dann kommt das, ganz wichtig, das Komma, auch im Ergebnis. Und dann noch vorne zusammenzählt. 1, 3, 7 plus 1 gemerkt, gibt 8. Das heißt, es kommt jetzt auch das Ergebnis raus, das wir hier beim Taschenrechner gehabt haben. Regel gilt, wir müssen Komma unter Komma und passende Stellen untereinander schreiben. Also Zehntel unter Zehntel, Einer unter Einer, Zehner unter Zehner, Hundertstel unter Hundertstel. Und falls am Schluss noch irgendwelche leer Plätze bleiben hinten raus, dürfen wir Nullen ergänzen. Was haben wir also heute gelernt? Wir dürfen nicht den Fehler machen, dass wir alles nach rechts rücken beim schriftlichen Addieren, sondern wir müssen schauen, dass wir Komma unter Komma und Stellen untereinander richtig platzieren. Dann machen wir beim schriftlichen Addieren nichts verkehrt. Schriftliches Subtrahieren geht genauso, nur müssen wir da aufpassen. Wir dürfen nicht mehrere zusammenfassen. Also wir dürfen nicht so eine Rechnung machen, wo 4 voneinander abzogen werden. Da müssen wir entweder dann die Subtrahenten zusammenfassen oder die Minuenden zusammenfassen, aber wir dürfen es nicht auf sofort machen. Aber das werden wir in der Übung dann noch genauer anschauen, wie man mehrere Minusaufgaben schriftlich rechnet. Das war's. Hefteintrag bis morgen ist das hier. Tschüss!